Hi Leute, gestern war ja die Comicbörse in Berlin, sowas wie die Comicmesse in Köln. Und da habe ich mit dem Mabugu getroffen. Und wir sind so ein bisschen über die Messe geschleudert, haben uns so ein bisschen gegenseitig unterstützt. War auf jeden Fall ein cooler Tag. Und ja, haben aber auch festgestellt, dass die Preise doch langsam ansteigen. Und ich habe auch selber bemerkt, dass viele junge Leute da waren. Und auch viele Väter mit ihren Kindern. Wir haben uns circa kurz vor 11 haben wir uns getroffen. Um 10 ging es los. Es war schon knackevoll. Und man ist schon kaum an die Stände rangekommen. Und war aber gut, muss man wirklich sagen. Ein paar Cosplayer waren auch da. Fernsehen war auch da. Die wurden natürlich interviewt. Aber naja. Ich will euch meine Ausbeute zeigen, was ich alles da Schönes gefunden habe. Es ist relativ wenig DC geworden diesmal, was mich sehr erstaunt hat im Zusammenschluss. Und sind sogar ein paar Sachen bei, mit die wo keiner bei mir rechnen würde. Aber ich fange mal mit dem Marvel-Stapel an. Und zwar Marvel Special Nummer 3 mit Captain America. So, wenn man reinblättert, ist halt klassisch zu sehen, also zu der Zeit typische Zeichnungen. Jedenfalls zu guter Zustand, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, habe gar nicht viel bezahlt. So viele 1-Euro-Kisten gab es auch gar nicht diesmal und noch weniger 50-Cent-Kisten. Da gab es nur eine, da habe ich auch ein paar Sachen geholt, aber die Preise sind doch, wie gesagt, wie schon erwähnt, doll gestiegen. 2 Euro habe ich manchmal schon für ein Heft bezahlt. Naja. Aber 2 Euro ist immer noch okay für ein Heft, finde ich. Marvel Special Nummer 2, Thor, Weltenmaschine. Dann habe ich noch Marvel Special Nummer 24, ist auch das letzte Heft dieser Serie. Jetzt habe ich alle Thunderbolts voll. Die restlichen 4 Ausgaben, die es dazu gibt, habe ich euch noch nicht präsentiert, weil ich mit den Shopping-Tour-Videos ziemlich hinterherhinke. Und ja, ich langsam auch schon mal alles einsortieren muss, sonst würde es hier überhand nehmen. Aber die präsentiere ich euch auch noch alle mal irgendwann. Dann Wolverine Heft 31. Gehört so ein bisschen mit zu House of M. Sieht man ja oben an dem Zeichen, ne? Dann kommen wir zu ein paar Paperbacks. Und zwar habe ich auch vor kurzem, was ich euch auch noch nicht präsentiert habe, eine Menge Marvel-Paperbacks zu Eventreihen eingekauft. Unter anderem waren da auch Thunderbolts bei. Ich glaube, ja, da war auch Secret Invasion und Dark Reign bei. Und die habe ich noch gefunden, Heft 8 oder Paperback 8. Der wird bei Superhelden-Timeline gar nicht aufgelistet, gehört aber noch mit dazu. Und selbst, glaube ich, der 9. gehört auch noch mit dazu. Er sieht ja auch ein bisschen aus wie Jason. Ja. Von Freitag, den 13. Interessanter Charakter jedenfalls. Den Blick hat er jedenfalls auch so drauf. Dann habe ich gefunden War Journal 6 Secret Invasion Teilen. Bin ich auch ganz froh. Die Zeichnung hier drinne mal gut. Also anfangs sehen sie gut aus. Also ich meine, das Licht ist nicht so optimal gelöst diesmal. Hat mir eigentlich schon sehr viel Mühe gegeben. Geht dann zwischendurch auch fast schon wieder ins Cartoonigere ein bisschen mit rein, ja. Und zum Ende hin wird es dann aber wieder richtig cool. Das ist schon ein bisschen. Also viele, viele Zeichner dran, ne, an dem Paperback. Naja. Dann auch Secret Invasion Young Avengers. Ist, glaube ich, der einzigste Secret Invasion Teil von der Serie. Dann habe ich noch ein paar Marvel exklusiv gefunden. Und zwar. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Iron Man vs. Whiplash. Basiert ja ein bisschen auf den Film. Ne? Dieser Whiplash wurde ja eigentlich für den Film erfunden. Ist ja eigentlich ein Charakter aus zwei Schurken von Iron Man.
zusammengefügt. Ich bin gespannt. Zeichnerisch sieht der echt. Also, das ist mein Geschmack. Coole Sache. Wie gesagt, baut auf dem Film nochmal drauf auf. Oh, jetzt sehe ich hier gerade. Nicht schön. Aber naja. So teuer war er nicht. Dann, auch sehr selten, X-Men, gefährdete Spezies, sind die Nachwehen von House of M und der Prolog zum Messias-Komplex. Also, alles in allem, was mir bei Durchblättern hier schon aufgefallen hat, also zeichnerisch ist das wirklich eine Granate. Und zwar, hier ist es. Ist Beast da, seht das? Bei Black Bolt. Black Bolt wird hier aber ganz anders genannt, und zwar Black Agar. Ist aber, also ich habe mal geguckt, so heißt Black Bolt auch. Zeige Ihnen mal hier ein paar Zeichnungen, die sehen wirklich, wie gesagt, richtig, richtig klasse aus, ja. Da kann man nichts gegen sagen. Freue ich mich. Dann hat mir der Mabugu noch was empfohlen. X-Force soll echt cool sein, was Freshes. Und ja, bin ich gespannt. Auch Marvel exklusiv, einwandfrei enthalten, wirklich nichts bei. Sieht aus wie neu, das Ding. Bin ich froh, dass ich das gefunden habe. Und jetzt kommen noch ein paar Hefte. Und ich hatte mal vor kurzem gesagt, dass ich Wolverine Volume 1 voll habe. Bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, weil ich eigentlich dachte, ich habe Hefte fürs zweite Volume ersteigert. War dann nicht so, waren fürs erste Volume und die haben mir noch gefehlt. Dann war da doch eine ziemlich große Lücke, die ich einfach nicht mitbekommen habe. Und die Hefte konnte ich jetzt alle auf der Messe finden. Und zwar Heft 43. Cooler Zeichenstil, finde ich. Erinnert mich so ein bisschen an nur so ein bisschen an Roberto Ramos, der zeichnet ja auch so ein bisschen kindlicher. Aber ist er nicht. Hier lasse ich euch auch nochmal reingucken. Dann geht es weiter mit 45. X, also Wolverine gegen Galactus. Dann Nummer 48. Cooles Cover, wie ich finde. Die 51. Zweiundfünfzig. Dreiundfünfzig. Und jetzt sind die letzten beiden, die mir noch gefehlt haben. Heft 54. Auch ein ganz cooles Cover eigentlich, auch cool gezeichnet. Gucken wir noch mal rein. Ja, sieht auch von drinnen gut aus. Und das letzte, Heft 45, 55. Und hiermit habe ich es dann jetzt wirklich voll. Des Weiteren konnte ich noch eine andere Serie voll machen. Und zwar hatte ich mal ein großes Paket gekauft, Spider-Man und die neuen Rächer. Und da haben mir ein paar gefehlt. Und die habe ich dann auch noch alle bekommen. Heft 31. Bei Spider-Man und die neuen Rächer ist es eigentlich New Avengers, was da drin verwurstet wurde. Hier haben wir Heft 32. Und die ist ja zwangsläufig mit jedem Marvel-Event überhaupt verbunden. Also Secret Invasion, Dark Reign, The Siege, da kommen so viele Event-Reihen, sind da mit drin. Ja, ist der Wahnsinn. Dann hier Heft 33 und Heft 35. Heft 34 hatte ich schon und nun ist das Volume auch voll. Dann habe ich noch aus dem zweiten Wolverine Volume auch wieder House of M. Heft 28. Ja, das waren die Marvel-Sachen. Weiter geht's mit einer Sache, die man, wie gesagt, bei mir nicht ahnen würde, aber sie war in der 50-Cent-Kiste und hatte ich schon lange nachgeguckt. Und irgendwie werden die auf eBay echt teuer gehandelt. Ich weiß auch nicht warum. Witchblade
Hier habe ich die 2000er Volume, die bis 2001 geht. 19 Hefte sind das. Finde ich cool. Ich habe früher schon mal Witchblade, also ganz, da konnte man nicht ans Comic-Heft lesen denken. Da hatte ich schon mal ein paar Witchblade-Hefte. War auch so um die Zeit, muss das gewesen sein. Das war Heft 1, hier haben wir Heft 2. Jetzt kommt auch wieder ein cooles Cover. Heft 3. Heft 5. Müsste auch mit The Darkness hinten drauf sein, wenn mich nicht irre. Heft 6. Heft 7. Und dann habe ich noch die letzten Nummern. Heft 17. Heft 18. Obwohl man das auch häufiger sieht irgendwo. Kommt es Ihnen bekannt vor. Und ein richtig cooles Cover noch. Heft 19, Abschlussheft. Dann habe ich hier noch JSA, war auch in der 50-Cent-Kiste drin. Heft 1, leider nicht mehr, weil ich das Volume auch gerne voll hätte. Und dann konnte ich noch, glaube ich, da war auch eine 1-Euro-Kiste, Superman 29, 30, was alles eigentlich Hefte aus einem Time Warp Schuber sind. Ihr 31 und 32. Die kriegt man eigentlich recht, relativ günstig für 1 Euro. 33 und 39, auch bei eBay. Aber hier habe ich mir einfach die Versandkosten gespart. Dann habe ich noch ein paar Paperbacks. DC Premium 24, Todestag. Ich glaube, das spielt auch mit dem Carlsen-Bänden, also auch mit dem Tag, an dem Superman starb, zusammen. Genau weiß ich nicht. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, so beim ersten Durchblättern und mal kurz reinlesen. Ist es jedenfalls meine Vermutung. Und dann habe ich noch ein paar Schmankerl gefunden. Da habe ich mich eigentlich auch am meisten drüber gefreut, über die Sachen. Weil da hatte ich ja schon beim Nico, wo ich mit ihm unterwegs war, etliche von gekauft. Und jetzt habe ich nochmal einen Schwung gekriegt. Und jetzt fehlen mir nur noch echt nur noch 5 von dem Volume. Hätte ich nie gedacht, dass ich das so schnell voll kriege, weil, wie gesagt, oft bekommt man sie nicht. Oder wenn halt zu nur teuren Preisen oder Normalpreisen. Und zwar JLA. Ich glaube, die ist 2004er, genau, 2004er Volume. Das ist also das erste Paperback. Oder Sonderband 3 ist das hier ja. Ja. Dann 2. Echt ein cooles Cover. Finde ich echt cool mit den ganzen Skeletten hier drauf. Dann die Nummer 3 hatten sie leider nicht, aber Nummer 4. Und dann Nummer 9. Sieht auch cool aus. Und Nummer 12. Wie gesagt, wenn ich die 5 da noch habe, die Nummern, dann müsste ich eigentlich alle deutschen Veröffentlichungen haben von der JLA. Und dann kann ich mich wirklich auf die alten, wirklich Oldschool-Sachen stürzen. Und dann habe ich auch noch was bekommen. Hatte ich auch beim Nico schon ein paar zwei Paperbacks von gekauft. Und zwar Batman, Superman. Und hier Band 6. Da können wir auch nochmal reingucken. Sieht eigentlich ganz klar. Da war was für Nico. Grüße an dich. Hier ist deine Cat. Ja, sieht gut aus. Das waren meine Messeausbeute. Ist doch schon eine ganze Menge gewesen. Auch das Geld ging auch weg wie warme Semmel. Hat nicht lange gedauert. Ich glaube, wie lange war es? Um 11 sind wir rein. Ja, kurz nach 1 waren wir doch schon wieder draußen. Ne? Also ging relativ fix. Und ja. Aber doch habe ich mich gefreut über die Ausbeute. Dann sehen wir uns bald wieder und diesmal zur Review vom nächsten Igel Mossmann. Bis dahin, haut da rein.